dran. Verdammt, ich bin spät dran. Ach, da haben wir gesagt. Puh, da muss ich mich aber sputen. So, zugeschlossen habe ich. Ja. Ob ich die Alex kurz anrufe? Nee, nee. Es muss jetzt einfach fix gehen. Spannend, was da heute rauskommt. Naja. So. Oh, die ist schon da. Hm. Naja. Im akademischen Viertel bewege ich mich ja noch. So, wo muss ich jetzt hier hin? Puh. Oh. Ah, da ist jemand. Hallo, guten Tag. Ach, bitte benutzen Sie die Sprechanlage. Ja, schönen guten Tag, Sachsenbauer mein Name. Ich suche das Büro vom Herrn Peter Petersen, da habe ich einen Termin. Wie bitte? Oh, ich verstehe Sie ganz schlecht. Treppe hoch, rechts, rechts, ja. Okay, danke schön. Oh, Mensch, mir hängt die Zunge hausen wie ein roter Schlips hier. Rechts, ja, erste Tür, hier die. Wir waren eigentlich verabredet hier, Herr Petersen. Ah, hallo. Ja, schönen guten Morgen, Alex. Guten Morgen, Herr Petersen. Ja, okay, ich mache noch die Tür zu. So, haben wir alles geklärt. Alex, ich würde dann losmachen wollen. Ich habe heute noch viel zu tun. Also, tschüss dann. Tschüss, Herr Petersen. Oh. So. So, okay. Haben wir die ganze Sache ins Rollen gebracht. Jetzt bin ich gespannt, was die Kollegen da ermitteln, ne? Das bin ich auch gespannt, ne? Ja. Kriegen das schon hin. Ja, heute ist trotzdem irgendwie ein richtiger Stresstag. Ich habe mir heute vorgenommen zu dreschen. Ja, dann hoffe ich, dass irgendwann der Tino aufschlägt. Ja, Wetter ist schön. Ja. Was machst du jetzt? Bäckerei, denke ich, ne? Ich habe schon ein richtig schlechtes Gewissen gegenüber dem Pavel. Ich fahre jetzt ganz schnell in die Bäckerei und helfe ihm. Ja. Jo, mach das mal. Sag ihm mal viele liebe Grüße und ich fahre jetzt auch raus zum Jörg. Alles klar. Sag du ihm auch schöne Grüße, oder? Mache ich. Also, okay. Tschüss. Tschüss. Wenn was ist, kann man ja telefonieren. Genau. So. So. Puh, das war ja eine ganz schön ordentliche Anzeige, die er da jetzt aufgenommen hat. Na, ich bin gespannt. So, kommt keiner. Och nee, was will denn der schon wieder hier?
Das kann doch nicht wahr sein. So, fahren gleich hier rum. Kürzester Weg. So, mal gucken, wo der Jörg steckt. Da wollte er ja, glaube ich, irgendwas auf der Wiese machen heute. Na, werde ich ja gleich sehen. So, hier ist er schon mal nicht auf dem Hof, also ist er irgendwo auf der Wiese unterwegs, denke ich. Jörg, bist du hier irgendwo auf dem Hof? Nee. Naja, egal, der hat ja gesagt, der lässt den John Deere-Schlüssel stecken. Gucken. Ach, da ist er ja. Guten Morgen, Jörg. Hi, grüß dich, René. Auch wieder im Lande, ja? Ja, ich habe jetzt gerade dich auf dem Hof gesucht und dann fiel mir aber ein, dass du ja gesagt hast, du wolltest heute irgendwie auf der Wiese was machen. Ah, nee, und ihr wart auf Polizei jetzt endlich? Ja, wir waren fast eine Stunde dort jetzt. Ich war spät dran. Ach, die Melkanlage heute früh wieder zicken gemacht. Da muss ich auch mal einen Techniker kommen lassen. Das ist schon ein paar Mal jetzt gewesen, dass die immer so aussetzt. So, und 8 Uhr hat man Termin. Ja, ich war natürlich 10 nach 8 da, aber was soll's. Ja, immer wenn man es eilig hat, wollte ich gerade sagen. Ne? Da kommt ja so ein Mist dazwischen. Nee. Ja. Nee, ist ja gut, du hast ja den Johnny schon gefunden. Ja, den habe ich gestern Abend zur Not mitgenommen eigentlich. Die Elke hat mich mit ins Dorf genommen, weil ich ja deine Kühe füttern wollte. Dann habe ich gedacht, mein Vater holt mich dann später ab, aber der ist wohl völlig auf der Couch eingeschlafen. Der hat kein Telefon mehr gehört, nichts mehr. Und da habe ich gedacht, bevor ich hier hochlaufen muss, dann nehme ich lieber den Johnny und bin wieder im Hochgefahren. Alles gut, hast mir ja geschrieben, wusste ich ja. Ich habe den Schlüssel jetzt auch stecken lassen am Pickup, ne? Alles klar, wunderbar. Ja, weil ich hab eigentlich jetzt vor, hier heute mal den Weizen zu dreschen. Das Wetter ist so schön, das war so eine trockene Nacht. Also ich hoffe, dass kein Tau mehr drin ist, aber sollte eigentlich nicht. Ja, das habe ich mir auch gedacht, dass ich heute mein Heu endlich mal heimhole. Mhm. Bei dem schönen Wetter. Jetzt hoffe ich natürlich bloß, dass der Tino nachher kommt. Der wollte ja auch heute früh bei Zeiten da sein. Weil den könnte ich schon zum Abfahren gebrauchen, ne? Ah, ist eben, genau. Ja, aber der müsste jetzt, der ist ja was, ja, der müsste ja was schon bald kommen, denke ich mal, wenn er wirklich früher losgefahren ist und keinen großen Stau hat, müsste das ja gut klappen. Ne? Naja, ich fahre jetzt erstmal zum Hof zurück und wenn nicht, rufe ich ihn mal an. Übrigens, dieser komische Müller ist mir schon wieder entgegengekommen, ne? Gibt's da? Ja. Jetzt kennt man ja meine. Ne, aber nehmen wir es, wir sollen wahrscheinlich stillhalten, nehme ich mal an, oder? Bevor
Die Polizei will jetzt ihre Arbeit machen, denke ich mal. Nee, genau, der Petersen hat schon gesagt, also wir sollen jetzt selber nichts unternehmen. Die Ermittlungen laufen jetzt und wenn wieder irgendwas passiert, der irgendwo rumschleicht, sich irgendwo zu schaffen macht, sollen wir sofort auf der Dienststelle anrufen und die würden dann Maßnahmen ergreifen. Okay, ne, dann halten wir uns da auch dran. Nee, das sollten wir auch machen, ne? Sollen jetzt auch nicht weiter draußen rum, ne, weißt ja, wie es manchmal ist, in der Dorfkneipe irgendwas rum erzählen, weil das ist jetzt ein schwebendes Verfahren, so hat er es genannt, und da müssen wir halt alle jetzt die Füße stillhalten. Klar, machen wir doch. Ja. Ne? Aber ich kann die Füße jetzt nicht stillhalten und du sicher auch nicht. Ich fahre jetzt zurück zum Hof, ich hole jetzt den Drescher, fange dann schon mal an, alles vorzubereiten und wie gesagt, ich hoffe, dass der Tino mich dann unterstützen kommt. Alles klar, dann na? Viel Spaß. Ne? Jo, danke, dir auch. Also, bis später. Wir können später ja mal quatschen sonst. Genau, wir können ja bei Funk, wenn was ist. Ne? Richtig. Also, mach's gut. Ja, jawohl, du auch. Tschüss. So, gut. Attacke, zurück zum Hof. Tja, jetzt kann ich bloß für den Müller hoffen, dass der nie wieder bei mir auf dem Hof rumschleicht, weil, ja, auf der einen Seite Füße stillhalten, aber mir juckt es dann schon in den Fingern. Aber ich hoffe, dass es da schnell zu einer Ermittlung kommt und die dann irgendwie Maßnahmen ergreifen. So. Was ist denn das hier vorne? Den Trecker kenne ich doch gar nicht. Blau, das ist doch keiner vom Lohner. Wer ist denn das? Ach, das ist der Helmut. Nun müssen wir doch mal Hallo sagen gehen. Sieht aus, als hätte er ein Problem. Moin, Helmut. Was ist denn das hier? Warum klappt das denn nicht? Ach, grüß dich, René. Ach du, ich weiß nicht, kannst du mir vielleicht helfen? Ach, guck mal da. Oh, hast du einen neuen Trecker? Ach, hör mich auf. Meiner, der ist zur Durchsicht, der braucht einen Ölwechsel und jetzt muss ich aber den Acker fertig machen hier. Und der Hans, der hat gesagt, er hat noch einen Vorführtrecker da. Sowas ganz Tolles hier, so ein, naja, keine Ahnung, irgend so ein Italiener. Ich weiß nicht, wie er den ausgegraben hat, aber ich kriege meinen Grubber nicht ausgeklappt. Ich weiß nicht, kannst du mir vielleicht mal helfen da irgendwie? Vielleicht weißt du da Bescheid. Puh, tja. Ach du Heimatland hier. Das Display ist doch größer wie mein Fernseher zu Hause fast. Ja, das ist, ich weiß man auch nicht. Deswegen, also ich weiß nicht, ich habe da schon Knöpfe gedrückt. Ich weiß nicht, wo, was da passiert ist, aber irgendwie. Puh. Ja, warte mal, lass mal probieren. Lass mal ganz in Ruhe gucken. Was sind da? Das. Muss ich höchstens mal hier probieren. Oh, nee. Das war der falsche. Aufklappen. Jetzt! Oh! René, Mensch, du bist meine Rettung. Pass mal auf, setz dich mal rein. Da hast du rechts, hast du zwei so eine Tasten da. Die eine davon ist Heben und Senken vom, und das andere ist Aufklappen. Ja, aha, okay. Ja, ich habe da vorhin schon mal drauf gedrückt, aber irgendwie wollte ich nicht. Ich weiß nicht, ob das irgendwie noch gesperrt ist oder, aber ich habe da den Knopf nicht gefunden. Oh, ich hab gerade gesehen, du. Das Ding hat ja ein Funkgerät drin. Ja, das habe ich schon gesehen, aber ich weiß nicht.
Dann musst du mir mal deine Nummer geben, wie ich dich anrufen kann damit. Nee, nicht anrufen. Pass mal auf, ich steig mal ein, ich stell dir mal unseren Kanal ein und da kannst du eigentlich mit uns sprechen, mit Jörg und so, ne? Okay. So, warte mal, mein Kanal. Kanal 37, so. So. Ich habe dir jetzt den Kanal eingestellt und wenn, nimmst du das Ding einfach in die Hand und wenn du sprechen willst, hast du an diesem Handteil da, an diesem Mikro, eine Taste und da musst du draufdrücken beim Sprechen und dann aber wieder loslassen, sonst kann ich dir nicht antworten, ne? Ah, okay, naja. Immer nur zum Sprechen drücken und dann wieder loslassen und ja. Wir können es ja mal probieren jetzt. Ich muss eh zum Hof, ich muss dreschen. Ich habe heute früh wahnsinnig Stress, die Melkanlage hat wieder rumgezickt und ich will heute unbedingt meinen Weizen runterholen. Ja, na, ich muss ja auch den Acker hier noch grubbern und den habe ich auch noch was zu dreschen. Da habe ich auch schon den Lohnunternehmer Bescheid gesagt, der will mir helfen. Na, mal gucken. Alles klar, dann wünsche ich dir viel Erfolg und wir probieren das mal mit dem Funk jetzt kurz, ne? Wunderbar, ich danke dir, René. Jo, bis denn, tschüss. Jo, tschüss. Das ist ja ein hochmodernes Ding. So. Helmut, kannst du mich hören? Hallo, René. Ja, ich kann dich hören. Ja, links hast du noch so ein Rädchen, wenn es zu leise ist, kannst du Lautstärke einstellen. Okay, ja, ich werde mal gucken. Ja, und wenn du Probleme hast, dann sag einfach Bescheid oder irgendwas brauchst, ne? Ja. Ich guck mal sehen, ob das blaue Wunder hier mein Grubber überhaupt zieht. Aber immerhin passt optisch gut zu der Farbe. Ja, ich habe von der Marke Landini auch noch nichts gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. So, gut. Also jetzt, wie machen wir das jetzt am schnellsten? Am besten zum Hof muss ich eigentlich gar nicht. Ich kann eigentlich gleich schon den Drescher rausholen. Und gucken, wo der Tino bleibt. Und ich rufe den mal an zwischendurch. Ja, genau. Ich rufe den jetzt mal an. Ja, komm schon, geh ran. Hallo, René. Ah, Tino, endlich. Ich dachte schon, die Verbindung ist irgendwie abgerissen. Wo steckst denn du? Direkt Ortseingang. Ich fliege rein. Oh, das ist super. Ich bin da schon unterwegs hinter zu meinem kleinen Schuppen, wo der Drescher steht. Na, ich habe ja hier den Caddy mit. Ja, bring ruhig mit hinter das Ding. Bring ich mit hinter, alles klar, bis gleich. Bis gleich. So, das funktioniert ja schon mal super. Okay, schon mal, denke ich, den Drescher rausfahren und Schneidwerk anhängen. Ach du Heimatland, ich brauche Diesel. Langsam krieg ich hier noch eine Macke. Schon wieder dieser schleimige, schmierige Hamburger Typ da. So. Ah, da ist Tino. Hey, Mensch, grüß dich, altes Haus. Na,
hast es wieder fein. Gut geschafft von Sachsen hier rüber. Na klar. Boah, so ein feines Ding hier, du. Das sag ich dir. Also, am liebsten würde ich den noch selber behalten. Ich glaube, das wirst du nicht können. Der und ist so, wirklich klasse. Und sogar schon zugelassen? Hast du Kennzeichen? Hat sie dir wo geschickt oder was, die Alex? Na klar, na klar. Ui, fein. Ja, ist das Richtige für die Bäckerei, hä? Ich denke, oh, perfekte Größe. Lass mal reinsetzen. Mal gucken. Ja, schick schön. Musst du mal Zündung anmachen? Also in der Mitte kannst du sogar Netflix gucken, wenn du dir das einstellst. Hey. Wow. Ja, nicht schlecht. Ja. Ja. Nur gefällt mir. Und der ja. Preis, so wie es annonciert hatte, oder konntest du noch ein paar Euro drücken? Ja, 200 habe ich noch runtergehandelt. War ein bisschen dreckig und haben sie nochmal komplett gereinigt, innen, außen, ein bisschen poliert. Hm. Genau. Na schön. Du brauchst so, meine Hilfe. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Du weißt selber, du siehst ja, wie heiß das heute Morgen schon ist. Ich wollte jetzt anfangen, hier den Weizen zu dreschen. Ich werde ja ganz sehr verbunden. Also du kannst ja den Caddy vielleicht mal irgendwo ein bisschen auf die Seite fahren. Der Johnny steht hier. Wenn du vielleicht zum Hof rüberfährst und holst mal den Anhänger, den neuen Fliegel, den ich gekauft habe. Genau, so machen wir das. Wo willst du den Weizen einlagern? Hier rein oder? Nee, im Hofsilo. Deswegen habe ich ja den Anhänger gekauft, weißt du, weil da kannst du besser reindrücken rückwärts. Nee, du kannst auch durchfahren. Das ist ja ein Abschieber. Okay, da stelle ich den Caddy hier unter das Dach. Genau, so macht das. Und ich hänge ein, zweimal das Schneidwerk an hier. Alles klar, so machen wir es. Gut, danke. Ach, sehr schön. So. Gut, erstmal hier aus. Naja, nee, jetzt muss er erstmal den Caddy wegfahren, sonst mache ich den Kleinen noch platt hier. Hey, mach die Tür zu! Ach, das geht schon. So, wunderbar, ja. So. Gut, dann würde ich sagen, warte ich jetzt einfach, bis er weggefahren ist, dann hänge ich an und dann geht's. René, hörst du mich? Ja. Gut, alles klar, Kanal 37 läuft. Ja, alles klar. Gut, jetzt warten wir noch, bis er mit dem Anhänger kommt und dann geht's los hier. Das läuft ja hier. Bloß gut, dass der Tino da ist. Tino, hörst mich? Ja. Vorletzte Bahn. Ich denke, wir sollten das dann geschafft haben. Ich hoffe mal, dass wir es mit einem Rutsch wegkriegen hier. Hat schon was runtergekommen hier. Auf jeden Fall. Aber muss sich ja irgendwo auch lohnen, ne? Das Geld, was wir da für dieses Precision Farming Seminar ausgegeben haben und. Freue ich mich aber drüber. Hast du das in der Gegend als einzigster hier oder die anderen auch? Na, den Jörg habe ich da noch mit ins Boot holen können, weil ich wollte ehrlich gesagt das auch nicht ganz alleine stemmen, die Kosten. Und da habe ich mit ihm mich mal unterhalten und ich sag, Mensch, wie sieht's denn aus?
würdest du dich damit dran beteiligen? Und ja, und er war dann doch sehr angetan davon. Der ist ja so neuen Sachen gegenüber nicht verschlossen. Und ja, er nutzt das jetzt auch mit. So, ich hab's geahnt. Hier bleibt ein mini kleiner Bart stehen. So. Naja, den mache ich dann ohne Strohablage. Bin ich heilfroh, dass du jetzt hier heute hier vorbeigekommen bist und das Auto gebracht hast. Naja, hat mal wieder geklappt. Ich hätte sonst nicht gewusst, wer mir hier das Getreide abfahren sollte. Wäre ich hin und her gesprungen, weil der Jörg, der hat selbst zu tun. Ja. Der Helmut hat zu tun. Also ja, ich hätte jetzt niemanden gehabt, den ich mal fragen hätte können, ob er mir mal den Weizen hier ins Silo fährt. Wer fährt denn bei euch hier in Landini? Der Helmut, der hat als Vorführer den gekriegt, weil er seinen wohl ja beim Hans hat zur Reparatur. Ich weiß nicht, ob was kaputt ist. So, ja. Ja, ein kleiner Italiener. Ja, ich habe ihn ja vorhin, da warst du noch unterwegs, habe ich ihn ja getroffen. Da bin ich vorbeigefahren an seinem Acker und er ist ratlos um den Grubber rumgesprungen und da hat er mich angehalten. Und ja, irgendwie hat er das nicht hingekriegt mit der Flut von Knöpfen, weißt du ja selber. Er ist ja mit der neuen Technik nicht ganz so befreundet. Hat er den Grubber nicht ausgeklappt gekriegt, aber. Ja, ich war da hinten. Jo, ist ja bloß noch hier das kleine Bärtchen. So, und da würde ich sagen, wenn wir jetzt hier fertig sind, gar nicht weiter groß Pause machen. Das Einzige ist, ich muss dann auf dem Hof vorbei. Ich habe noch Diesel da zu stehen. Das war dort. Hast du noch einen Schlag dann? Ja, ja, die 25 haben wir noch, Gerste. Okay. Und ich habe aber noch ein großes Fass Diesel auf dem Hof stehen. Das würde ich gerne erstmal hier reinmachen wollen, sonst kommen wir nicht mehr sehr weit. So, bleib stehen. Da kannst ja, wenn du dann den Weizen ins Silo gekippt hast, da kannst du mal im Keller gehen, guck mal, ob du dort irgendwo zwei Flaschen Bier findest. Sollten da sein. Also nehme ich mit. Kleinen Schluck dann auf dem Acker drüben. Ganz klar. Bei der Wärme. Denke ich auch. So, und ich packe jetzt hier mein Schneidwerk drauf, komme dann auch noch kurz an den Hof, wie gesagt, auftanken und dann geht's rüber. Ja, da kann ich der Ursel auch noch Hallo sagen, die hab schon gar nicht gesehen. So, mach das mal. Alles klar, bis gleich. Bis denn gleich.